في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah azza wa jal, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam der letzte Gesandte und Diener ist. Geehrte Geschwister, wie bereits angekündigt, machen wir inshallah heute den ersten Unterricht von Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq von Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Und bevor wir sozusagen mit dem Buch bzw. mit den ersten Benimmregeln anfangen, machen wir natürlich eine kleine Einführung, wie das auch die Gewohnheit der Rechtsgelehrten ist, wenn sie natürlich Bücher anfangen. Und bezüglich al-Adab und Al-Akhlaq haben die früheren und jetzigen Gelehrten bis heute Bücher über das Benehmen verfasst, wie vielen auch bekannt ist. Und diese Bücher, die teilen sich in verschiedene Arten auf. Einmal bezüglich ein spezifisches Thema, das heißt, ein Gelehrter kommt, schreibt ein Werk über ein spezifisches Thema im Bereich des Benehmens, wie zum Beispiel das Benehmen des Schüler eines Schülers des Wissens, ja, eines Talibul Ilm, wie ist sein Benehmen gegenüber seinem Sheikh. Das ist sehr, sehr spezifisch, was bezüglich des Riesenthemas Al-Adab, sozusagen Charakter oder Akhlaq, Benehmen anbetrifft. Und manche haben allgemein über das Benehmen geschrieben, das heißt, sie haben verschiedene Themen im Bereich des Adabs dann etwas geschrieben, was die Allgemeinheit der Menschen betrifft und nicht nur hier, wie gerade erwähnt, als Beispiel Schüler des Wissens. Dieses Werk, was wir jetzt hier machen, behandelt natürlich das Benehmen, woran sich die Allgemeinheit der Muslime halten soll, wie ein Mann und eine Frau. Das beinhaltet natürlich auch nicht nur erwünschte Angelegenheiten, weil manche denken, wenn ein Rechtsgelehrter über ein Adab spricht, dann sind damit immer nur erwünschte oder Mustahab-Angelegenheiten, keine verpflichtenden Angelegenheiten gemeint, sondern tatsächlich in diesem Werk sind auch verpflichtende Angelegenheiten erwähnt, wie zum Beispiel die gute Behandlung der Eltern und des Nachbarn, dass man nicht lästert und so weiter und so fort. Und das sind alles Charaktereigenschaften, die der Muslim sich aneignen soll. Das Ausschmücken mit den guten Charaktereigenschaften, geehrte Geschwister, ist eine gewaltige Angelegenheit bei Allah Azza wa Jal. Und das Wissen vor allem natürlich, dass der Muslim sich aneignet, so sollte der Muslim auf jeden Fall wissen, dass es viele Vorzüge bezüglich des Aneignen von Wissens vorhanden sind. Von diesen, erstmal soll der Schüler des Wissens oder der Muslim wissen, dass was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, wallahi bei Allah azza wa jal, und ich schwöre bei Allah, dem Herrn der Kaaba, besser und beständiger ist, als was du in dieser Dunya suchst, was vergänglich sein wird oder was vergänglich ist und du nach deinem Tod sozusagen für andere hinterlassen wirst. Dann auch noch, was auch dazu gehört ist, du befindest dich gerade in einer Anbetung. Das darfst du nie vergessen. Diese Zeit, die du dafür nutzt, die Allah Ta'ala dir gegeben hat, von Tag und Nacht, solange du Wissen suchst, wisse, dass du in einer Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala bist. Noch dazu, ein weiterer Vorzug ist, dass Allah azza wa jal die Leute des Wissens gelobt hat und sie als Zeuge über seine Einzigartigkeit eingesetzt hat, über seine Wahdaniyya, seine Einzigartigkeit. Allah azza wa jal sagt, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ. Allah Azza wa Jal sagt sinngemäß, Allah bezeugt, dass es keinen Angebeteten gibt, Anbetungswürdigeren gibt,
außer er. Und die Engel bezeugen und die Leute, Anhänger des Wissens. Das heißt, mit den Engeln hat Allah Azzawajal die Leute des Wissens genannt, die er als Zeuge eingesetzt hat für seine Einzigartigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sprich, sind etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Und die Antwort auf diese Frage benötigt natürlich was? Keine Diskussion. Sie sind nicht gleich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Man salaka wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, so erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala ihm dadurch einen Weg ins Paradies. Einen Weg ins Paradies. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Fadlu al-alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Allahu Akbar. Eine gewaltige Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Der Vorzug des Gelehrten gegenüber demjenigen, der sozusagen ein Abid ist, ein Diener Allahs, derjenige, der sich sozusagen die ganze Zeit nur mit der Dienerschaft Allahs Azzawajal sich beschäftigt, aber er hat kein Wissen. Aber er ist jemand, der viel Anbetung ausführt. Wie ist der Unterschied zwischen diesen beiden? So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist wie der Vorzug von mir, also von ihm selbst, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wie sein Vorzug gegenüber den Letzten von euch. Das heißt, wie der Vorzug vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber die letzte Person in der Stufe in dieser Gemeinschaft des Islams oder der Muslime. Allahu Akbar. Das ist der Vorzug zwischen dem Gelehrten und zwischen einem Abid, der kein Wissen hat. Auch noch, geehrte Geschwister, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und prägt ein weiteres Beispiel. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Der Vorzug des Gelehrten gegenüber diesem Abid, der Allah Ta'ala anbetet, aber kein Wissen hat, ist der Vorzug? Wie der Vorzug des Mondes in einer Vollmondnacht gegenüber allen anderen Sternen. Wie ist der Zustand des Mondes in einer Vollmondnacht gegenüber den anderen Sternen? Das Beispiel oder beziehungsweise dieses Beispiel, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam geprägt hat, hier prägt, ist klar, was der Unterschied ist. Auch das Wissen bleibt nach deinem Tod des Menschen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, dann sind seine Taten was unterbrochen. Die hören auf, außer von drei: eine fortlaufende Spende oder von Wissen, wovon oder nützliches Wissen, wovon Nutzen sozusagen getragen wird, oder einem rechtschaffenen Kind, der für ihn Dua macht, Bittgebet macht. Dann auch, was auch dazu gehört. Soll diese Person wissen, derjenige, der diesen Weg einschlägt, dass Allah Azzawajal für ihn etwas Gutes vorbereitet hat. Immer wenn er mit diesen Gedanken läuft, dann ist er umso motivierter, nach Wissen zu streben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Für wen Allah Ta'ala etwas Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion verstehen. Und der letzte Punkt, und das sind genügende Vorzüge, und es gibt viel, viel mehr Vorzüge über das Streben nach dem Wissen, als kleine Motivation, auch in Zukunft weiterhin nach Wissen zu streben und Bücher zu lernen von den Rechtsgelehrten, von den Mashayikh und den Tullabul Ilm. Derjenige, es reicht aus, nur, und das ist natürlich eine logische Erklärung, dass derjenige, der unwissend ist, sich sozusagen es hasst, sich als Unwissender sozusagen bezeichnet zu werden. Dann lieber bezeichnet er sich als Wissender, obwohl er unwissend ist. Und das reicht als Vorzug oder beziehungsweise im Unterschied im Vorzug vom Wissen und von dem
von der Unwissenheit. Al-Akhlaq gehört definitiv zum Wissen dazu und hängt zusammen. Was ihr wissen sollt, dass das Ausschmücken mit den guten Charaktereigenschaften die Reinheit bei dieser Person vermehrt, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala und die Liebe der Menschen zu ihm, bis Abdullah bin Mubarak, ibn Mubarak gesagt hat, kada al-adabu an yakuna thuluthay ad-din. Allahu Akbar. Er sagte, sinngemäß, fast wäre das Benehmen, nur das Benehmen, zwei Drittel des Wissens. So viel nimmt Benehmen und Charakter sozusagen in der Religion ein. Und die Salaf, vor allem die ersten drei Generationen, haben ihre Schüler und ihre Befolger mit der Ausschmückung des guten Benehmens angehalten, bis der Tabi'i-Gelehrte Ibn Sirin gesagt hat, sie haben die Rechtsleitung gelernt, wie sie das Wissen gelernt haben, nämlich sie haben das Benehmen gelernt. Und der Schüler des Wissens nimmt von seinem Lehrer zuerst sein Benehmen. Und das ist, was bei vielen verloren gegangen ist oder nicht nachvollziehbar ist. Wenn Sie Wissen sich aneignen und bei einem Scheich sitzen, 10 oder 20 Jahre bei einem Rechtsgelehrten, so hat das Auswirkungen, und das erkennt, sieht man, so hat das Auswirkungen auf das Benehmen einer Person. Lernt eine Person hauptsächlich aus den Büchern oder nur aus den Büchern, wie einige natürlich, das auch leider hier in Deutschland auch machen, so wisse, dass die Salaf-Gelehrten über diese Person gesagt hat, die Fehler, die er macht, ja, sind mehr als das Richtige, was er macht. Ja? Seine Fehler werden mehr sein, und das haben wir bei Allah, dem Herrn der Kaaba, bezeugt und gesehen, dass es tatsächlich so ist. Und das meiste, was du von deinem Scheich lernst und von deinem Lehrer, ist das Benehmen. Wenn du ihn siehst, wie er sich bewegt, wie er ist, wie er sich mit den Menschen, wenn er mit den Menschen sich sozusagen sich unter den Menschen mischt, wenn er redet, wenn er schlafen geht, wenn er, was auch, wie auch immer, in den verschiedensten Situationen, das färbt bei einer Person ab. Und das zeugt natürlich auch die Praxis, dass wenn eine Person mit Freunden unterwegs ist, und das natürlich 10, 15 Jahre vielleicht, dann färbt das Verhalten dieser Person, dieser Gruppe, mit der er ist, auf einen ab. Und genauso, wenn du mit Rechtsgelehrten und mit Rechtschaffenden bist, so färbt das auf dich positiv ab. Und je nachdem, wer deine Freunde sind, wer dein Umfeld ist, färbt das auf dich positiv oder negativ ab. Das heißt, der Schüler des Wissens nimmt von seinem Lehrer zuerst sein Benehmen, seinen Charakter und seine Art und Weise, bevor er von ihm das Wissen nimmt. Und Malik ibn Anas sagte zu einem von ihnen, erlerne das Benehmen, bevor du das Wissen erlernst. Abdullah, was ist das Geheimnis dahinter, warum die Rechtsgelehrten so auf das Benehmen achten? Jetzt stell dir vor, eine Person ruft die Menschen auf, zwei Arten von Personen, eine Person mit Adab und eine Person ohne Adab. Die Person mit Adab, von ihr wird das Wissen eher angenommen als die Person ohne Adab. Denn da, von dieser Person, werden sich die Menschen entfernen, weil er mehr einen Schaden verursacht, auch wenn er ein Wissender ist, so macht er einen größeren Schaden oder führt einen größeren Schaden herbei, als einen Nutzen, den er erzielen wollte. Abdullah bin al-Mubarak sagte, man tahawana bil adabi, uqiba bi hirmani sunan. Er sagte sinngemäß, wer nachlässig, sozusagen leichtfertig im Benehmen ist, ja, schenkt es keine große Beachtung. Was passiert mit dieser Person? So sagte er, dieser Salaf-Gelehrte, der wird von den Sunan-Handlungen verwehrt. Was sind die Werke, die über das Benehmen geschrieben worden sind? Das umfassendste Werk der späteren Rechtsgelehrten ist das Werk von Al-Adab al-Shar'iyya von Ibn Muflih, der verstorben ist, 763 nach der Auswanderung. Ibn Muflih, der großartige Hanbali-Rechtsgelehrter. Dieses Werk, und der natürlich eine sehr wichtige Stütze ist im Hanbali-Madhab, er hat aber auch im Bereich von Adab etwas geschrieben, wie dieses Werk, Al-Adab al-Shar'iyya, das, was in vier Bändern vorhanden ist, und
Ibn Muflih, der gehörte zu den Schülern von wem? Der gehörte zu den Schülern von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Und da sieht man, was für gewaltige Wirkung sozusagen diese Rechtsgelehrte hatte, vor allem Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, und wie viele, subhanallah, gegen ihn schießen und was auf ihre Unwissenheit hindeutet bezüglich diesen Rechtsgelehrten. Ein weiteres Werk ist auch Al-Adab von Ibrahim al-Harbi, auch ein Rechtsgelehrter von den früheren. Auch das Werk Al-Adab von Al-Khalal. Al-Khalal, das ist ein Hanbali-Gelehrter, auch von den früheren. Und auch Al-Adab von Al-Ghulam al-Khalal, das ist ein Schüler, auch ein Hanbali-Rechtsgelehrter. Und ein weiteres Werk Al-Adab von Al-Bayhaqi, Rahmatullahi alayhim ajma'in. Und das ausgewählte Werk für den Unterricht hier, was wir uns ausgesucht haben, ist das Werk von Ibn Aqil al-Hanbali. Von Ibn Aqil al-Hanbali. Und dieses Werk ist kurz gefasst. Mit ihrer Kurzfassung umfasst dieses Werk 23 Kapitel. Insgesamt 23 Kapitel. Jedoch umfasst sie mit ihrer Kürze tatsächlich mehr als 130 Benimmregeln für den Muslim. Welches Kennzeichen hat dieses Werk? Erstmal ist es ein kurzes Werk und die Lesung vor allem ist dadurch sehr erleichtert. Die Lesung vor allem dieses Werkes ist sehr, sehr erleichtert. Dann zweitens, sie umfasst viele Benimmregeln, obwohl sie kurz ist. Und ihre Wortlaute sind kurz und einfach verständlich für den Leser, wenn er dieses liest. Und in der heutigen Zeit gibt es natürlich Erklärungen, einige Erklärungen, beispielsweise zwei Erklärungen von diesen, bekannte Erklärungen zu diesem Werk. Einmal von Sheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ein Rechtsgelehrter in der heutigen Zeit, der bei vielen bekannt ist. Und der zweite ist Sheikh Abdullah al-Ruqi, vielleicht weniger bekannt als der erste. Aber das sind zwei Gelehrte, die dieses Werk erklärt haben. Was auch sehr, sehr wichtig ist, was viele auch nicht wissen, in welchen Kapiteln haben die Gelehrten des Fiqh über das Benehmen gesprochen? In welchen Kapiteln des Fiqh haben die Gelehrten über das Benehmen gesprochen? Und manche wundern sich vielleicht über diese Frage. Wer das weiß, der kann das natürlich dann gerne auch eintragen in diesem Zusammenhang. Und das bezüglich des Benehmens in den Fiqh-Büchern finden wir verschiedene Kapitel, viele verschiedene Kapitel. Von diesen Kapiteln gehören zum Beispiel, was mit den Sunan der natürlichen Veranlagung zu tun hat, wie zum Beispiel, das heißt Sunan al-Fitra. Und das erwähnen wir hier auch in dem Buch, die Sunan al-Fitra, das heißt die Sunan der natürlichen Veranlagung, wie zum Beispiel das Entfernen der Fingernägel und die Säuberung nach dem Toilettengang, der Kleiderregeln im Kapitel, zum Beispiel Bedingungen des Gebets. Da werden zum Beispiel auch, wie die Kleiderregeln des Muslims sein soll, weil wir wissen zum Beispiel, dass es für den Mann nicht erlaubt ist, Seide zu tragen oder Gold zu tragen. Und diese Benimmregeln oder Charaktereigenschaften, diese finden wir dann aber auch in den Fiqh-Büchern der Rechtsgelehrten. Und genauso auch über das Besuchen eines Kranken, worüber wir dann auch sprechen werden. Wie ist das Benehmen eines Muslims, wenn er den Kranken besucht oder worauf muss er achten? Darf er zum Beispiel, darf der Muslim einen Nicht-Muslim besuchen oder nicht? Und dieses Besuchen eines Kranken finden wir in welchen Fiqh-Kapitel? Zum Beispiel das Kapitel Al-Janaiz, das Begräbnis oder Al-Janaza. Dann fangen wir inshallah mit dem Vorwort des Rechtsgelehrten an. Er sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und dass man sich auch daran gewöhnt, hier, dass ich das Arabische vorlese und danach die Übersetzung. Er sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Hadihi nubdatun. نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. Das ist
Das ist das Vorwort des Schechs. Und danach fangen wir dann direkt mit dem ersten Kapitel dann an. Und zwar das Kapitel, wie man des Grußes. Wie ist das Benehmen beim Grüßen zwischen Menschen? Und wer fängt an und was ist Pflicht und was ist keine Pflicht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, er sagt jetzt hier, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Der Autor natürlich, der beginnt hier mit der Basmala und wie in vielen Büchern auch bekannt ist, nach dem Vorbild von was? Nach dem Vorbild des Korans und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Basmala, sollte man wissen, ist die erste, der sozusagen ist das erste, womit der Koran beginnt. Das heißt, die erste Sura, Suratul Fatiha. Und Suratul Fatiha wurde Suratul Fatiha genannt. Warum? Weil der Koran damit sozusagen was? Weil der Koran damit eröffnet wird, begonnen wird. Und deswegen wurde sie auch Suratul Fatiha genannt. Und die erste Sura, sie beginnt tatsächlich mit dieser Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Natürlich als Anmerkung mit der Meinungsverschiedenheit, ob die Basmala zu Fatiha gehört oder nicht. Und das ist natürlich eine Diskussion in einem anderen Zusammenhang. Und auch nach dem Vorbild der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er seine Briefe an die Könige mit der Basmala eröffnet hat. Das heißt, dann beginnt der Autor sozusagen dieses Werk in Form sozusagen eines Briefes, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaften überbracht hat an die Könige, wenn er sozusagen diese mit der Basmala eröffnet hat. Er sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, sagt der Scheich. Und Alhamd, was ist das? Das ist die Beschreibung des Gelobten, das heißt derjenige, der gelobt wird, das ist Allah, Beschreibung des Gelobten mit den vollkommenen Eigenschaften. Nicht nur, dass wir ihn mit den vollkommenen Eigenschaften beschreiben, nein, sondern dies verbunden mit Liebe und Verherrlichung, das heißt Hubban wa Ta'ziman. Ja? Beschreibung des Gelobten mit den vollkommenen Eigenschaften aus Liebe und Verherrlichung. Und dieses im Gegensatz natürlich zu anderen jetzt Geschöpfe, wenn man sie lobt, dann findet tatsächlich dieser Lob, kann dieser Lob stattfinden aufgrund dessen, was er an Besitz hat. Ohne Liebe und ohne Verherrlichung. Wenn wir aber dann Alhamdulillah sagen, dann ist diese immer bei einer Person, die das tatsächlich meint, immer verbunden mit der Liebe und mit der Verherrlichung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir sagen Alhamdulillahi, dieser Lam, Lillahi, also dieser Lam vor, alles Lob gebührt Allah, diese sagen die Rechtsgelehrten der Sprache, das nennt man Lamul Istighraq. Lam al-Istighraq und andere Rechtsgelehrten sagen, dass damit auch gemeint ist Lamu al-Istihqaq. Das heißt, dieser Lam deutet auf zwei Sachen hin. Wenn wir sagen Alhamdu lillahi, dann deutet das auf zwei Sachen hin. Erstens, dass alle Arten von Lob und Lobpreisungen gebühren nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens, dass diese Art von Lob, dieser Alhamd, dieser Alhamd vor allem, alle Arten, die mit diesem Hamd zu tun haben, nur ihm gebühren. Und das zweite, das nennt man dann Lamul Istihqaq, dass niemand das Recht hat, diesen Art von Lob, Alhamd, zu erhalten oder zu bekommen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Sheikh, und der Segen sei auf Muhammad, der Siegel aller Propheten, auf seiner Familie und Gefährten insgesamt und vielen Frieden bis zum Tag der Abrechnung. Der Segen Allahs auf den Propheten, natürlich, das heißt, diese As-Salawat, ja, das heißt, wenn wir sagen, dass Allah Ta'ala As-Salawat macht auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist da natürlich nicht das Gleiche, wenn wir sagen, die Engel und die Menschen machen Salawat auf den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Und bezüglich die Salawat von Allah azzawajal auf den Propheten, was ist damit gemeint? Da gibt es viel Ikhtilaf, aber nach dem richtigen, dem richtigsten, was gesagt wurde, ist, dass die Erwähnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Erwähnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam durch Allah, ja, in der höchsten Sitzung, in der höchsten Stelle, das heißt, fil mala'il a'la. Und welche Sitzungen sind das? Das sind die Sitzungen der Malaika. Und das ist die Ansicht von Abu al-Aliya und das ein Tabi'i von den Salaf-Gelehrten. Und Ibn al-Qayyim hat dieses auch erwähnt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist natürlich mit Konsens der Muslime der letzte Prophet und nach ihnen gibt es keinen Propheten mehr und derjenige, der das behauptet, der ist ein Kafir. Dann sagt er, die Familie sind die Angehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind die Familienangehörigen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten des Propheten. Und der Gefährte aus Sahabi ist wer? Ist derjenige, der ihn getroffen hat, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Und wir sagen nicht, der ihn gesehen hat, weil es gab Sahaba, die blind waren. Und die richtige, korrekte Ansicht der Definition eines Gefährten ist derjenige, der ihn getroffen hat. Damit schließen wir auch die blinden Gefährten ein. Dann die zweite Bedingung, die er erfüllt haben muss, der Gefährte, der muss an ihm geglaubt haben, an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und an der Botschaft, womit er gekommen ist. Und dann muss er auch mit diesem Glauben gestorben sein. Weil es gibt manche, die nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder vom Islam abgefallen sind. Dann sagt er, und das ist das Letzte, dieses ist ein Ausschnitt aus den Kapiteln des Benehmens und edlen Charaktereigenschaften. Das ist eigentlich der Titel des Buches, Fusul al-Adab. Al-Fusul ist die Mehrzahl von Al-Fasl. Al-Fasl, damit sozusagen ist damit gemeint sozusagen eine Art Kapitel oder Ausschnitt. Dies ist ein Ausschnitt aus den Kapiteln des Benehmens, also Fusul al-Adab, Mehrzahl von Adab, und edlen Charaktereigenschaften. Das heißt, Makarim al-Akhlaq, die gesetzlich sind aus der Abfassung des Scheichs, des Imams, des Vorbilds, Abi al-Wafa ibn Aqil. Das heißt, das ist der Autor selbst, Abu al-Wafa ibn Aqil, der auch dann auch natürlich genannt wird, Sheikh al-Hanabila in seiner Zeit. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Und wenn er sagt, mit seinem Wort Ausschnitt, das heißt, er sagt ja hier, hadihi nubdatun, das heißt, das ist ein Ausschnitt, damit meint der Autor oder verdeutlicht er, dass mit diesem Werk, was wir jetzt hier lernen, nicht alle Regeln des Benehmens beabsichtigt sind, sondern einige von ihnen, weil in diesem kurzen Werk das natürlich nicht alles umfasst werden kann. Al-Adab, also Fusul al-Adab ist die Mehrzahl im Arabischen von Al-Adab. Also Al-Adab ist die Einzahl und Al-Adab mit einer Verlängerung des Alefs ist die Mehrzahl. Und was ist die Definition von Al-Adab? Die Definition von Al-Adab, da sagt Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, in Fathul Bari ist eine Erklärung von Sahih al-Bukhari, er sagte, Wal-Adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Das finden wir in Kapitel 10, Seite 400 in seinem Werk Fathul Bari. Was bedeutet das? Al-Adab ist die Verwendung dessen, wofür man in der Aussage und Handlung gelobt wird. Ja? Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Al-Adab ist die Verwendung dessen, wofür man in der Aussage und Handlung gelobt wird. Das heißt, wenn jemand in der Aussage und der Handlung gelobt wird, dann ist das was? Dann ist das Adab. Al-Makarim, Makarim al-Akhlaq, das ist die Mehrzahl von Al-Makrumah. Al-Makrumah, das ist ein Nomen. Und diejenigen, die Arabisch können, ich kann immer wieder darauf hinweisen, die arabische Sprache zu lernen, weil das wird sehr, sehr viel helfen. Ein Kennzeichen oder ein Merkmal, wie wir ein arabisches Wort als Nomen identifizieren, ist, dass dieses Wort den arabischen Artikel beinhaltet. Al. Wenn wir sagen Al-Makarim, dann wissen wir sofort, okay, das ist ein Nomen und das kann kein Verb sein und kein Partikel, also kein Harf und kein Fi'l sein. Dieses Al-Makruma, das ist ein Nomen, was abgeleitet wird von der Güte und der Handlung des Guten. Gesetzlich bedeutet das, dass sie vom Koran und der Sunna entnommen wird, denn die Entsendung
des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Al-Adab, die Definition von diesem Adab, dass wir wissen, das ist Adab oder das ist Akhlaq, das gehört zu den Akhlaq. Woraus wird das entnommen? Aus dem Koran und der Sunna. Warum? Weil die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, geehrte Geschwister, diente als Vervollständigung des Charakters, der Charaktereigenschaften. Und wer hat das gesagt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte sinngemäß: Ich wurde entsandt, um die rechtschaffenen Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Und das ist berichtet von Abu Dawud. Sheikh al-Albani, rahmatullah alaihi, sagt sahih. Und die Araber in der damaligen Zeit hatten natürlich viele gute Charaktereigenschaften. Und wenn wir Hadithe durchlesen, wie die Mushrikin, die Götzendiener, obwohl sie Allah Ta'ala andere Sachen, andere sozusagen ihm beigesellt haben, wal-iyadu billah, so hatten sie trotzdem gute Charaktereigenschaften, Benehmen, die sie trotzdem versucht haben einzuhalten. Wie zum Beispiel, dass sie nicht gelogen haben. Oder wie zum Beispiel die gute Behandlung des Gastes und so weiter und so fort. Aber heutzutage, leider sind viele dieser Sachen bei den Arabern leider verschwunden. Sie hatten aber auch natürlich auch schlechte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Begrabung des lebendigen Mädchens, was auch bekannt ist, was zu ihrer Kultur damals gehörte. Der Autor, rahimahullah ta'ala, der heißt Abul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Abdullah al-Baghdadi. Dieser Rechtsgelehrte ist 431 nach der Auswanderung geboren und im Jahre 513 nach der Auswanderung gestorben. In seiner Zeit, in seiner Generation, wurde er, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, zu Sheikh al-Hanabila genannt, der Sheikh, der Lehrer al-Hanabila in seiner Zeit. Und man sagt, Allah alam, ob das stimmt, aber man sagt, dass er das größte Werk im Islam verfasst hat, was al-Funun bedeutet oder heißt, mit über 400 Bändern. Und bis heute sind nur zwei Bänder gedruckt worden und der Rest ging verloren. Und was man auch wissen sollte bezüglich dieses Rechtsgelehrten, dass man ihn für einige seiner Aussagen in der Aqida auch kritisiert hat, dass er zu den Mu'tazila neigte, ja, eine Sekte, das behandelt man natürlich dann in der Aqida. Jedoch haben die Rechtsgelehrten gesagt, Alhamdulillah, dass er, rahimahullah ta'ala, dass er davon bereut hat in den Jahren seines Lebens. In den letzten Jahren seines Lebens. Und ich denke, inshallah, das reicht heute als Einführung. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gemacht und ich wollte jetzt nicht darüber hinausschießen, dass jeder Unterricht circa eine halbe Stunde ungefähr läuft, dass man genug Zeit hat in der Woche, die Sachen nachzuholen. Und wie ich auch gesagt habe, für diejenigen, die daran teilnehmen, gibt es eine Ijaza, ein Zertifikat mit der Kette, Alhamdulillah, von meinem Sheikh, die bekommen habe, bis zu diesem Rechtsgelehrten. Das heißt, wenn wir dann gucken, er ist im Jahre 513 gestorben. 513, das heißt vor circa vielleicht knapp 900 Jahren, 950 Jahren circa. Von diesen 950 Jahren bis heute ist dieses Werk mit einer Kette überliefert von Scheich zu Schüler und von Schüler zu Scheich. Und so weiter und so fort, von Person zu Person, bis heute, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und diejenigen, die daran vollständig teilnehmen, und die Bedingungen haben wir beschrieben, die bekommen inshallah dann dieses Zertifikat. Und das nächste Mal machen wir dann, inshallah, fangen wir dann an, wie ist das Benehmen bezüglich des Grußes? Das heißt, wie grüßt man, wer fängt zuerst an zu grüßen, die sitzende Person oder die laufende Person, und wie antwortet man darauf? Und die ist die Art und Weise des Grußes und die Hinzufügung und so weiter und so fort. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und Ash-Shaytan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.